Boah, ey, mit einem Steuerknüppel kann man so schlecht laufen auf solchen komischen Passagen. Verdammte Kacke. Okay, Leute, wir müssen kämpfen. Was zur Hölle bist du? Naja. Ja, klar. Alter, gehst du nach Hause. In Level 5 Death kann ich kurz erklären, er tötet nur die, eine 5 im... die ein Level haben, was durch 5 teilbar ist. Alter, fick dich! Boah, da krieg ich jetzt schon wieder so'n Rot, so'n... Ey. Komm, renn weg jetzt. Fliehen! Na komm schon. 47 Gil fallen lassen, ist mir egal. So, muss ich mir erstmal... Items geben, so. Diesmal bitte entkommen und das... und die Steuerung bitte funktionieren. Soll sie. Bitte, 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 dankeschön. So geht's doch. So muss ich mich dann auch nicht unnötig über dieses Spiel und die Steuerung und alles aufregen. Und das war's mit dir. Ach du Scheiße. Ugh. Sorry, Puma. Geht's dir gut? Ja. Pass auf. Oh, geh aus meinem Weg. Und das war ganz schön knapp. Tja. Das hat nicht viel gebracht. Wer ist da? Ah, ich hab nach dir geguckt, Prinzessin Garnet. Haben wir uns schon mal getroffen? Jetzt rede ich schon im Englisch. Ich bin Lani. Ich wurde von der Königin geschickt, dich zu finden, Prinzessin. Meine Mutter? Was möchte meine Mutter von mir? Ich werde nicht zurück nach Alexandria kommen. Ich habe ziemlich viele schlechte Neuigkeiten für dich, Prinzessin. Du bist es nicht, wonach ich suche. Was meinst du damit? Der Kristall, kommt dir denn bekannt vor? Ich möchte ihn zurückhaben. Er gehört, Königin Brain. Irgend so ein Kristall oder sowas. Hör mir gut zu, Prinzessin. Du bist von dem Monster entkommen, aber du wirst bei mir nicht so viel Glück haben. Händige mir diesen Kristall aus in dieser Minute. Bist du der, das Monster von Soos geschickt hat? Irgendwas. Was meinst du damit? Ich meine genau, was ich gesagt habe. Meine Befehle. Irgendwas mit Prinzessin Garnet wird sicher zurückkehren, wenn ihr meinen Befehlen folgt und sowas. Das ist genug! Gib mir den Kristall! Oder versucht ihr mich herauszufordern? Und was ist, wenn wir ihn dir nicht geben? Ah, verdammte Idioten! Ihr werdet sterben! Ich werde euch ausrotten! Ich werde euch aufhängen! Ich werde euch ausmästen! Endgegner! Sieht aber ganz schön freundlich aus dafür, dass sie so böse mit uns redet. Wieso greift sie die Prinzessin an? Das ist jetzt schon mal ja nicht so freundlich. Thunderer, so. Ich will auf jeden Fall erstmal Protect auf sich selber machen. Und er will erstmal stehlen. Blue Magic haben wir keins. Und sie erreicht den Trance. Das Trance, wie auch immer. Wenn wir Thunderer benutzen, nochmal verteidigen! Oder Protect, also dieses Beschützungszauber-Kacker-Drecks-Ether gestohlen. Also was soll das denn jetzt? Ich möchte doch was Wertvolles haben und nicht. Oh, Kacke. Wieso greift denn die Prinzessin an? Was soll das denn jetzt? Komm schon. Sei keine Spielverderberin! Hässliches Vieh, um es mal so zu sagen.
wenigstens sehr als ich selbst, das ist schon mal schön. Gladius gestohlen, ui. Schwarzmagie, Thunderer nochmal auf sie. Nur Prinzessin Garnet hat jetzt einfach mal 350 verloren, aber das ist ja jetzt... Damit kann ich, kann man, denke ich, leben. Sie hält sich nochmal und... Wir stehlen noch ein letztes Mal. Also, ich nehme diesen Kampf nicht so ernst. Man kann das vielleicht gerade mehr... Oh, scheiße. Okay, und das war jetzt natürlich ein bisschen blöd. Couldn't steal anything. Das heißt aber, sie hat noch was. Und das will ich unbedingt haben. Feira. Scan, was soll das denn jetzt bitte? Sag mal, warum greift sie eigentlich nur Garnet an? Dann kann uns doch eh nichts passieren. Naja, aber wie man es nimmt... Sie hat wohl keinen Plan, was dieser selber so wirklich tut, aber naja. Couldn't steal anything. Ich werde es trotzdem weiter versuchen, weil ich unbedingt wissen will, was die noch hat. Tut mir jetzt leid. Aber das ist eine wichtige Sache. Wenn wir Blizzara nochmal versuchen, alles nochmal raufkloppen. Naja, so Idioten wie diese komische schwarze Tussi hier werden es wohl nie lernen, aber naja. Na, warum gibst du nicht auf? Weil du hässlich bist? Vielleicht darum? So. Zack, und nochmal eben 627 gezogen und... Nochmal angreifen. Kunst, ey, Alter, jetzt klau doch endlich mal, komm! So schön wird das doch nicht sein, du bist ein Dieb, hallo? Und wir beschwören Ramu, den Donnergott, den wir im letzten Part erfolgreich gedingst haben. Oder im vorletzten, keine Ahnung, ich bin schon wieder, keine Ahnung, in welchem Part ich mich befinde überhaupt. Ja, zieht ganz schön wenig dafür, dass es so eine riesen Animation gegeben hat. Aber naja, was soll man... Was soll man machen? Autsch. Hast du jetzt genug? Was denkst du, was du da tust? Oh, also so langsam geht's los. Jetzt greift sie auch mal andere an. Wahrscheinlich hat sie gemerkt, dass es nichts bringt, nur die Prinzessin anzugreifen. So langsam lernt sie es dann vielleicht doch. Kunzi, Alter, jetzt stell dich doch mal nicht so an. Hallo, das ist aber nicht wahr. Ja, und du bist jetzt tot, oder was? Ja. Fokussieren. Stehlen. Komm schon. So. Okay, ich geb's auf. Ich habe keinen Bock mehr zu stehlen. Das bringt ja alles nichts. Na, komm schon. Beeilt euch einfach mit euren scheiß ATB-Leisten. Und Angriff. Und du heilst sie dann doch nochmal alle voll. Zack. Boah, also ein Kampf kann lange dauern, aber das ist gerade echt übertrieben. Ja, und das war's jetzt. Komm, greifen wir einmal an. Ah, ihr seid wirklich gut. War's das dann jetzt mal? Hast du genug? Ah, was ein Scheiß. Ich werde euch für jetzt erstmal gehen lassen, Leute. Wow, das war... Nein. Das war... krass. Gut. Haben wir die aber erstmal alle voll geheilt hier. Noch die schon wieder. Hm. Natürlich erstmal Gegner. Kennen wir doch nicht anders. Naja, dann gucken wir uns einfach mal an, welcher Gegner das sein wird und ob er Bock hat. Was ist das denn jetzt? Die sehen ja nicht sonderbar stark aus, aber wahrscheinlich täuscht das jetzt.
Oder auch nicht. Schwanz. Oh, mit welchem Schwanz hat er da jetzt angegriffen? Das würde mich jetzt mal interessieren. Aber die brauchen ganz schön lange zu dritt, um einen so einen Typen... Ach, jetzt kommt wieder dieser komische Zustand, von dem ich nicht weiß, was das bedeutet. Naja. Ach, ich glaube, ich weiß jetzt, was dieser Zustand bedeutet. Wenn jemand den hat und dann angegriffen wird, dann kriegen alle Schaden. Ja. So wird's sein. Demi, so heißt meine Schwester. Das macht etwas Sinn. Aber da wird seltsamerweise nur er verletzt. Also es zählt wahrscheinlich nur bei physischen Angriffen oder so. Naja. Wollen wir das dabei erstmal belassen? Kriegen wir erstmal ein paar Erfahrungspunkte hier. Und 1000 Giel, was ist hier los, bitte? Naja, okay. Das ist cool. Jetzt weiß ich auch, warum ich diese Scheiße hier gekauft habe. Die sich, wie nennt sie sich? Anointment. Die Scheiße hier. Bildschirmschoner. Ah, ich könnte da jedes Mal kurz... Ach ja, Moment. Da kann man Lucky 7 immer noch erlernen, ne? Aber Gladius ist schwächer als das, was ich momentan sogar hab. Okay, das verwirrt mich jetzt etwas, aber okay. Wie auch sei. Zack, hochhalten. Und dann dürft ihr uns auch erstmal mitnehmen. Ja. Vor allen Dingen kann alle halten, das ist logisch. Gut. Lass uns runter. Bitte. Bitte, ich will runter. Digga. Hä, wie weit geht denn das jetzt, oder was? Das macht natürlich viel Sinn. Hier lang. Und wir sollten uns vielleicht mal eben aufheilen. Ability. So. Und schon sieht das Ganze hier besser aus. Und du möchtest uns wieder was verkaufen, oder was? So. Ah, hier gibt's einen Mook-Shop. Das ist mal was interessant. Na toll, natürlich wieder nur. Wobei, davon könnte ich vielleicht noch ein paar gebrauchen. Aber sonst eigentlich nicht so wirklich. Mhm. Jetzt beginnt wieder dieser lustige Teil, wo ich Kämpfe rausschneide, weil es mir einfach zum Kotzen wird. So. Weil es für mich einfach zum Kotzen wird. So, ist vielleicht besser ausgedrückt. Gucken wir mal. Ach genau, jetzt... Na, jetzt geht das lustige Spiel los. Jetzt gibt's den Schalter. Und da müssen wir dann immer schalten, wo diese komischen Gondeln hinfahren sollen. Die komischen Tiere da. Engelohre. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Sag mir nicht, sag mir, dass es... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Level up. Geil. Direkt mal anlegen. Was bringt das, wenn ich dir das anlegen würde? Würdest du Autopotion lernen, bringt dir nicht viel, ne? Status. Holy shit, jetzt kann er Level Up erlernen. Level Up erlernen. Ja doch, Level Up erlernen. Und jetzt müssen wir erstmal ein bisschen freilegen, damit der Level Up auch wirklich erlernen kann. Meine Fresse, ist das genial. Das ist supi-dupi, mag ich meinen. Wo muss ich mich hin? Ach so, hier. Okay. Ja, nehmen, komm schon. Sei ein Artiger. So, dann gehen wir jetzt erstmal zurück dahin, wo die zwei Mogels waren. Und jetzt werde ich uns kurz aufleveln. Und AP zusammenkratzen und so weiter. Und dann sehen wir uns gleich wieder an dieser Stelle hier. Und da sind wir wieder. Ich habe ein wenig gelevelt jetzt hier. Level Up hat er noch lange nicht gelernt, aber... Das wird, denke ich, auch noch alles werden. Natürlich halt erst ein bisschen später, aber das wird schon noch alles. Mal gucken. Erstmal hier uns wieder mitnehmen lassen von dem Vieh. Zack.
und nicht aufspießen lassen von seinen Hirnmuskeln. Sind das natürlich nur, das sind keine spitzen Zacken, die uns aufschlitzen wollen, ja. Runter hier. Mal gucken, was es hier so gibt. Ein Hebel. Jo, den Knopf wollen wir eben drücken. Knopf, warum schon eigentlich Switch? Weil Switch ist doch eigentlich... Aber Switch ist auch ein Hebel oder so. Das ist ja nicht Knopf. Knopf ist Button. So war das irgendwie. Komm her, Digga. Fresschen. So. Schön. Er gehorcht wenigstens. Das ist doch schon mal... Töfte, mag ich meinen. So. Runterlassen. So, dann wollen wir mal hier hingehen und gucken, was es hier gibt. Eine Truhe und da drin befindet sich ein Äther. Okay. Das können wir annehmen, denke ich. Wow, das waren 4 von diesen komischen Viechern. Naja, Level Up für Puma. 19, gut. Schick. Dann wollen wir aber erstmal hier diesen Mist, den ich hier noch ein bisschen eingekauft habe, offscreen benutzen. So. Dann geht's hier erstmal lang. Und schon wieder Gegner. Cool, macht das einen Spaß. Ist ja kaum zu fassen. Oh, aber dieser Gegner, das ist was ganz Interessantes, denn von dem kann man als Quina was Gutes erlernen. Und denn ich kann euch ja mal was zeigen. Also Quina, also Axo heißt der bei uns, der kann einen Gegner essen, wenn dieser Gegner gut genug oder weit genug geschwächt ist. Und dann kann er was Bestimmtes von einem Gegner mal lernen. Und mal gucken, ob er jetzt schwach genug sein wird, bitte. Nee, erst wenn er schwächer ist. Da werden wir es du jetzt erstmal nicht angreifen lassen. So, da werden wir jetzt hier ein bisschen warten noch. Aua, das hat wehgetan. Und dann wird er nochmal versuchen, den zu essen. Vielleicht funktioniert das ja dann. Auch wenn ich es eigentlich bezweifle. Wir können es mal versuchen. Fick dich, du Arschloch. So. Hoffentlich ist er jetzt schwach genug. Müssen wir mal gucken. Essen. Bitte, sei schwach genug. Fick dich. Wieso kannst du denn nicht essen jetzt? So stark wird er wohl kaum noch sein. Ich würde mal sagen, Stu ist jetzt sowieso tot. Ja, das ist jetzt suboptimal. Aber jetzt dürfte doch endlich mal schwach genug sein, dass man ihn essen kann. Auch wenn es sowieso unlogisch ist, dass er einfach so einen lebendigen Gegner frisst. Weißer Wind gelernt. Denn das ist auch eine Heilungsattacke. Das ist eine der wichtigsten, mag ich meinen. So, die kriegen jetzt schön viele Erfahrungspunkte, denn Stu ist ja... Tot! Ist mir egal. So. Gut. Mit dem Phönix wieder. Zack. Ability kann er wahrscheinlich auch benutzen. Ach, jetzt geht's. Ach, natürlich. Das geht nur, im Kampf. Das ist logisch. Naja. Nehmen wir so hin. Und hier ist der Knopf, den man von da hinten schon gesehen hat. Und jetzt ist eine ganz andere Route noch umgeändert, die uns Richtung Ausgang führen sollte. Fick dich. Kampf beendet. Und Level Up. Damit ist er auf Level 20. So langsam geht es ja richtig hoch mit den Leveln. Also so richtig, richtig hoch. Aber vorher möchte ich ihm nochmals anlegen. Das habe ich vergessen. Ist ja nicht wichtig, dass sich Trunks schnell erfüllt. Aber ich meine, wenn er schon so viele Punkte übrig hat, dann kann er es auch erlernen, oder? Erlernen angelegt haben. Was hier noch? Nicht wichtig. Nein. Körpertemperatur wäre noch wichtig, damit wir nicht eingefroren werden können und auch nicht verbrannt werden. Aber das darf er wahrscheinlich... Na, haben wir wohl jetzt noch nicht so gut... Noch nicht genug von diesen Kristallpunkten, dass wir das noch zusätzlich anlegen könnten. Deswegen vergessen wir das jetzt erstmal.
Und nehm ihn hier. Yay, mein bester Freund. Und gehen wieder hier hoch. Und ja, hier waren wir ja schon mal. Und das ist jetzt relativ langweilig hier in diesen Minen. Eigentlich auch mein Hass-Dungeon, wenn ich ehrlich bin. Das ist zwar eine gute Idee mit diesen ganzen Routen umstellen, aber war nie so meins und wird auch nie meins sein. So, nehmen wir eins von diesen Fresschen und dann gibt's wieder Gegnerkampf. Und diese Hässlinge schon wieder down. Wieder Erfahrungspunkte und Level 19 für Lazar. Yeah. Gut, und hier hinstellen, dann kommt diese Gandula, keine Ahnung, Gundula, wie auch immer das Vieh hieß, ich hab's schon wieder vergessen. Angekrochen und dann können wir da wieder rüber. Okay, runter, Beeilung, bitte ein bisschen schneller, Dankeschön, wow. Hui. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder zurück zu diesen Muggels und dann können wir erstmal im Shop kaufen. Eigentlich brauchen wir hier gar nichts. Dann speichern wir unseren Spielstand ab und ich würde sagen, hier ist dieser Part Final Fantasy dann auch schon wieder beendet. Zack, so 2. Natürlich ein Abschalten. Wie lange haben wir eigentlich schon gezockt? Jetzt mit Training und allem drum und dran. 10,5 Stunden fast. Wow. Ohne Training wahrscheinlich nur 8 Stunden. So. Bis zum nächsten Part. Immer schön einschalten. Ciao.